2 Monate Sommerferien, eine lange Zeit ohne Beschäftigung für die Kinder. Die Lösung? Sport in einem Trainingscamp. Der UFC St. Georgen organisiert schon seit Jahren Trainingscamps für Kinder in den Ferien. Diese Camps werden schon recht früh organisiert. Ja, die Organisation beginnt schon sehr früh eigentlich. Wir fangen schon circa im April an zu planen und wir waren schon im Juli eigentlich schon ziemlich fertig. Wir haben heuer 63 Kinder, das ist die Höchstzahl, was wir bis jetzt gehabt haben beim Camp. Und da teilt sich in 5 Gruppen, U12, U13, trainiert am unteren Platz. Und oben haben wir die kleinen, mittleren und größeren Kinder. Dabei zeigt sich, dass Fußball nicht nur die Jungs interessiert, sondern auch immer mehr Mädchen mitmachen. Ja, es freut uns immer wieder, dass wir auch Mädchen dazu gewinnen können. Heuer sind es 2, eine Torfrau und eine Feldspielerin, waren aber auch schon die letzten Jahre auch dabei, gehören zum UFC St. Georgen dazu. Das große Highlight war heuer ein gemeinsames Training mit Profispielern von der Admira. Die Kinder wurden in 5 Gruppen eingeteilt und hatten die Möglichkeit, auf den 2 Spielplätzen des UFC zu trainieren. Wir waren auf dem Trainingsplatz und haben die kleinen Fußballer beobachtet. Beim Zusehen haben wir einige burgenländische Talente gesehen, die gerade durch solche Fußballcamps wie in St. Georgen zum Vorschein kommen. In der Vergangenheit haben es schon einige in die Bundesliga geschafft, wie der Stürmer Patrick Schmidt, dessen Karriere in St. Georgen begann. Wir haben ihn gefragt, wie es ist, wieder da zu sein, wo alles angefangen hat. Ja, es ist ein super Gefühl. Ich meine, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe ja selber da begonnen und weiß natürlich, wie die Kids denken. Jeder hat natürlich das große Ziel, irgendwann mal Profifußballer zu sein. Ich habe es Gott sei Dank jetzt einmal den Anfang geschafft und versuche natürlich den Kindern so gut wie es geht zu erklären, wie das so ist und versuche kleiner Ansporn zu sein, dass man weiß, dass man auch aus St. Georgen quasi rauskommen kann. Und hier noch die Meinung von Patrick über das aktuelle Camp und die Kinder. Ja, man merkt natürlich, sie sind riesig motiviert, freuen sich. Unglaublich viel Spaß haben die Kids, sie ziehen unglaublich mit und ja, sind wirklich sehr brav. Gemeinsames Essen, Eis für alle und das mit Profisportlern ist für die Kinder schon ein besonderes Erlebnis. Ohne Stress oder sich lange anstellen zu müssen, hatten die Kinder die Möglichkeit, Autogrammkarten zu bekommen. Auch der Wunsch, die Autogramme direkt auf den Dress zu geben, wurde erfüllt. Wir haben auch die Kinder gefragt, wie es ihnen beim Camp gefällt. Sehr gut. Gut? Gut. Schön. Schön. Ja, gut. Ja. Das Ganze, insgesamt hat mir alles sehr gut gefallen. Mhm. Ja. Gut. Sehr gut. Gut. Werden die zukünftigen Profis auch nächstes Jahr wiederkommen? Ja, natürlich. Ja. Sicher? Ja. 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 Was haben die Kinder gelernt? Fußball ordentlich ein bisschen und weiß nicht mehr weiter. Weißt du, Dribbling, solche Tricks, Dribbling, so Passgenauigkeit, Zweikämpfe und ja. Ja, das Dribbling, Passen, Zielgenauigkeit, Tricks erlernen, das alles hat mir gefallen. Ich habe gelernt zu tricksen, zu passen, Zielgenauigkeit und wie man ein Match spielt. Zweikämpfe, Torschussübungen und Körper finden. Zum Abschluss haben wir ein Match gesehen, bei dem der Spieler Ione Cabrera von der Admira einen Joker spielte. Spielen, los geht's! Schau, das ist der Joker, Joker mal raus. Komm, Dominik, das spielt mit dir. Komm mal. Was ist? Komm, Dominik, gib vor.
Unser Resümee ist, solche Trainingscamps können wir nur weiterempfehlen und so wie die Kinder begeistert waren, diese auch.